Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich weiß, dass einige von euch mit Sicherheit genervt sind, weil ich Black Ops 4 aktuell mehr als nur kritisch sehe. Und ich habe auch die ganzen dummen Kommentare von den ganzen Fanboys gelesen, aber es interessiert mich nicht. Normalerweise könntet ihr jetzt erwarten, dass ich jetzt ein Black Ops 4 Video über das Thema Gung Ho mache. Aber nachdem jetzt das neueste Update gestern Nacht spät rauskam, nach 3 Tagen, nachdem sie gesehen haben, dass das neue Supply-System überhaupt nicht funktioniert, werde ich euch heute nochmal ganz genau erzählen, was hier aktuell los ist und wie ihr von Anfang bis Ende versucht werdet, verarscht zu werden. Das neue Supply-System hat 100 Schritte gehabt, 100 Stufen sozusagen, und danach ist nichts mehr gekommen. Man hat aber alle 100 bis 120 Minuten Ingame-Zeit eine Reserve bekommen. Das haben sie jetzt nach 3 Tagen gestern Nacht relativ still und heimlich auf die Hälfte reduziert. Das heißt, ihr braucht nicht mehr 120 Minuten, sondern 60 Minuten bis 80, je nachdem wie schnell ihr seid und. Aber das ist die reine Ingame-Zeit. Dazu haben sie nichts großartig gesagt, außer dass es ein kleiner Fehler war, den sie jetzt behoben haben. Was das Ganze bedeutet aber, ihr habt 2 Stunden vorher gebraucht, um eine Chance von 0,13%. Das ist die errechnete Wahrscheinlichkeit für etwas Gutes im Schwarzmarkt oder in den Reserven zu bekommen, wenn ihr 2 Stunden gespielt habt. Ihr hättet also 2 Stunden spielen müssen, um vielleicht eine Mastercraft-Camo, eine Waffentarnung oder eine Waffe zu bekommen. 2 Stunden, 0,13%. Alles andere, was ihr die ganze Zeit in den Reserven bekommt, ist im Prinzip Müll, der auch so bestätigt wurde, der einfach nur als Platzhalter drin ist, damit man die Möglichkeit hat, oder eben nicht die Möglichkeit hat, alle guten Sachen schnell zu bekommen. In den Reserven mit drin sind auch die Sachen aus den alten Operationen. Das heißt, die Leute, die bisher keine Chance hatten, Black Ops 4 zu spielen, müssen diese Reserven erspielen und kaufen später, denn nach der Stufe 100 gab es nichts mehr, obwohl man teilweise die Reserven freigespielt hat und den Level Pass oder den Black Ops Schwarzmarkt, wie ihr es nennen wollt, schon fertig gekauft hattet, weil man die Waffen haben wollte. Dazu kommt, es gibt ja diese Angebote, dass man für 20 Euro eine Waffenvariante mit 3 Tarnungen, 2 Stickern und noch was bekommt. Ihr müsst euch das vorstellen, und ich weiß nicht, warum das manche nicht verstehen. Ihr zahlt 20 Euro für dieses Bündel, müsst die Sachen, die da drin sind, aber erst einmal freispielen. Das heißt, ihr müsst das, was ihr euch gerade gekauft habt, immer noch freispielen und bekommt es gar nicht sofort. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man dieses ganze System, und wir kommen auf noch mehr zu sprechen, gleich nach wie vor supporten kann. Das Problem ist, wir sind jetzt fast 6 Monate bei Black Ops 4 und das Spiel wird wöchentlich schlechter. Das gesamte Menü, das gesamte Menü leckt nach wie vor wie am ersten Tag. Und es scheint einfach niemanden zu interessieren. Das Einzige, was Activision und Treyarch in den letzten Wochen gemacht haben, sind irgendwelche Verbesserungen im Schwarzmarktsystem, um noch mehr Geld zu verdienen. Und sollte man denken, dass sie nicht schon genug mit dem Ganzen verdient haben, haben sie noch den exklusiven Deal mit Sony, dass Sony, also PlayStation, jeden Content eine Woche vor Xbox und PC bekommt. Das bedeutet, 50-60% macht die Playerbase auf der PlayStation aus, sind wieder bevorzugt, nur damit Activision mehr Geld bekommt, bei denen ist es persönlich egal, Sony zahlt dafür. Microsoft und PC, generell Microsoft, sind da sozusagen am Arsch. Dazu kommt, dass wenn ihr mal vergleicht, in Black Ops 1 hatten wir damals 31 primäre Waffen beim Spiel, 14 originale Maps, keine nachgemachten, keine Remakes, keine Maps bei Nacht oder bei Sonnenuntergang oder sonst was. 14 Maps, 31 Primärwaffen und 14 Secondary-Waffen. Das war bei Black Ops 1. Das Entwicklerteam war kleiner von Treyarch, das Budget für das Spiel war kleiner, die Playerbase war kleiner. Es waren 14 originale Maps. Jetzt in Black Ops 4, 8 Jahre später, mit dem 10-fachen Umsatz, mit dem 10-fachen Gewinn, mit dem 10-fach größeren Team, mit viel mehr Möglichkeiten, mit Community-Feedback, haben wir 14 Maps, genauso viele wie vor 8 Jahren, wovon aber 4 Maps nachgemachte Maps sind. Jungle, Slums, Summit und noch irgendwas. Und von diesen anderen 2 Maps, die wir noch abziehen können, ist Seaside Sonnenuntergang und Firing Range Sonnenuntergang oder bei Nacht. Das heißt, wir haben weniger als die Hälfte an originalen neuen Maps in diesem Spiel als vor 8 Jahren im COD.
Dazu kommt, dass es immer schlechter wird mit dem Game, weil Core-Content, also Content, der eigentlich im Spiel von Anfang an drinne sein sollte, mittlerweile so durch den Battle Black Ops Pass verkauft wird, als wäre das etwas Spezielles. Die neuen Maps, die dazugekommen sind, die nur für die Black Ops Pass-Holders da sind, die DLC-Waffen, das sind alles Content-Sachen, die vom ersten Tag an in den Updates und in den Spieldateien schon mit drinne waren, aber jetzt mit der Zeit immer erst freigeschaltet werden. So, dass man die Möglichkeit hat, wenn Leute die neuen Maps feiern, dass sie sich den Black Ops Pass kaufen oder dass sie sich eben den Black Ops Pass kaufen, um später die Möglichkeit zu haben, diese Waffen und Maps zu bekommen, die sie so jetzt erstmal nicht haben. Das ist die reinste Verarsche und dieses Spiel bringt überhaupt nichts mehr her und gibt nichts mehr her, was auch nur annähernd rechtfertigen würde, dass man Geld dafür ausgibt, dass man den Black Ops Pass kauft, dass man die Supply Drops kauft, dass man die Reserven kauft, alles Mögliche. Activision ist nur noch darauf aus, viel Kohle zu verdienen. Und wer von euch nach wie vor dieses leckende Spiel feiert, der darf das gerne machen, jedem seine eigene Meinung. Aber ich bin mittlerweile so weit davon entfernt, bei diesem Spiel auch nur annähernd ein bisschen Spaß zu haben oder das auch nur annähernd unterstützen zu wollen, weil es wirklich, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen. Wir haben weniger Content, das neue Update hat im Prinzip das Supply-System geändert und 2-3 Waffen schlechter gemacht. Das war's. Die Titan ist immer noch auf jeder Map vertreten. Wir Normalen, die schon 60 Euro ausgegeben haben, ohne den Black Ops Pass, haben nach wie vor keine neue Map dazu bekommen. Wir kriegen so schnell auch keine neue Map dazu. Der Schwarzmarkt ist mittlerweile so aufgebaut, dass wir wirklich nur noch Schrott bekommen, damit wir irgendwann Geld ausgeben, weil wir diese 0,13%ige Chance haben wollen, Content zu kaufen, der uns wirklich was bringt. Eine neue Waffe, Mastercraft-Tarnung, irgendetwas. Man kann natürlich als Fanboy versuchen, so viel Gutes wie möglich bei diesem Spiel zu finden, aber für die Leute wie mich, die einfach Dark Matter schon erspielt haben, was in Rekordzeit ging, weil wir einfach so viel weniger Waffen haben als in anderen Black Ops Teilen, für die ist nichts mehr, auf das man spielen kann. Der Liga-Modus ist viel zu spät gekommen, ein großer Teil der Playerbase ist längst von Black Ops 4 abgehauen. Teilweise haben die Leute gar kein Interesse mehr, dieses Spiel überhaupt noch zu starten, wenn sie es nicht schon deinstalliert haben. Viele aus meiner Community haben das Spiel schon in die Ecke gelegt und spielen andere Sachen. Da bringt der Liga-Modus auch nichts mehr und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Spaß machen tut er tatsächlich auch nicht. Ich habe ihn 2 Stunden probiert heute und ich habe probiert, mich für dieses Spiel nochmal zu begeistern, weil es so viele Möglichkeiten von Anfang an hatte und es waren so viele Ideen mit drinne und so viel Potenzial und es ist komplett verschenkt worden, weil der einzige Weg für Activision aktuell nur noch ist, dass man irgendwie die Möglichkeit bekommt, noch mehr Geld aus der Spielerbase zu ziehen. Die Community ist schon in die Hälfte geteilt, Black Ops Pass Holders im Gegensatz zu normalen Leuten, die das Spiel nur für 60 Euro gekauft haben. DLC-Content wird teilweise nur noch reingepatcht über den Black Ops Pass, so dass die Leute, die den Black Ops Pass nicht haben, entweder für sich spielen oder Geld dafür ausgeben, dort mit reinzukommen. Es funktioniert einfach gar nichts mehr und ihr müsst euch das mal überlegen. Black Ops 1, was 8 Jahre alt ist, hat mehr Content gehabt als Black Ops 4. Das Community-Feedback bei Twitter ist absolut wirklich überragend negativ. Und ich glaube, noch nie hat Treyarch und Activision so einen großen Shitstorm abbekommen, wie jetzt nach dem letzten Update und wie in den letzten 5 Monaten. Das letzte Mal, dass so viel Ärger war in der Community für die ganze Franchise, war eigentlich, als damals der Black Ops Pass angekündigt wurde, mit dem Preis dafür. Und jeder von euch, der sich einen Black Ops Pass gekauft hat, es tut mir wirklich von Herzen leid. Ich habe euch damals gesagt, lasst es lieber. Irgendwas passt damit nicht für den Preis. Ich weiß, ihr fühlt euch verarscht, ich weiß, ihr fühlt euch betrogen und ich kann es absolut nachvollziehen. Und jetzt müsst ihr ja noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben jetzt 2 Monate diese Operation Grand Haste mit 1-2 neuen Charakteren für Blackout. Nach wie vor kein neuer Spezialist, der endlich mal neu ist, der vielleicht mal ein bisschen Pep reinbringt. Wir haben Zero und wir haben Outrider. Vielen Dank dafür. Outrider macht im Prinzip das gleiche, wie es in Black Ops 3 war und das macht zumindest Sinn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir ja keine Kampagne haben und irgendwie mit Black Ops 4 die Vorgeschichte von Black Ops 3 erzählt wird. Das ist doch aber keine Erklärung dafür, dass man die Maps einfach alle kopiert, dass man die Waffen teilweise kopiert und dass man die Spezialisten kopiert und das alles als großartigen neuen Content in einem riesen Update verkauft, nur um zum Beispiel die Maddox in dem neuesten Update so schlecht zu machen, dass die Playerbase sagt, Leute, das kann nicht euer Ernst sein und die Maddox hat keine 24 Stunden später vor 2 Tagen wieder einen Buff bekommen und ist im Prinzip genauso wie sie vorher war.
Das sind alles Sachen für mich, die wirklich mir einzeigen. David Fonda hat mit dem Multiplayer nichts mehr zu tun. Es interessiert ihn auch nicht mehr, was im Multiplayer passiert. Und die, die den Multiplayer entwickeln, sind völlig überfordert mit der derzeitigen Situation. Das sind zwei klare Dinge, die man wirklich so sagen muss. Der Blackout-Modus ist wirklich von der Idee her gut gewesen, aber kackt gegen neue Spiele wie Apex ab. Fortnite ist nach wie vor die Nummer 1, beziehungsweise Apex aktuell. Fortnite ist ganz klar vor Black Ops und Blackout. Sie haben viel zu viel nicht hinbekommen. Was sie immer, wirklich, was einige immer noch nicht wirklich realisieren. Es gibt nach wie vor keinen Grund für Spieler, die schon Prestigemeister sind oder Prestige Level 200, 300, dieses Spiel weiterzuspielen, weil es nichts mehr gibt, was einen interessiert. Die zwei Waffen, die es im Schwarzmarkt gibt, die sind nicht so interessant, dass man das Spiel deswegen weiter grinden möchte. Es gibt keine neuen Maps, auf die wir uns freuen können. Wir haben viel zu wenig Waffen, mit denen wir rumhantieren können, dass man Abwechslung reinbringt. Und dazu kommt, dass wir es nach wie vor nicht hinkriegen, ein Menü zu haben, was nicht durchgängig laggt, ein Leaderboard zu haben, wo wir sehen können, wo wir auf der Welt stehen, einen Kampfrekord, sodass wir sehen, was für eine Prezi wir mit den Waffen haben, was für eine KD wir mit den Waffen haben, all diese Sachen. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendeiner sich interessiert, ob die KD von Person X besser ist als von Person Y, sondern es sind Sachen, die in jedem COD bisher drin waren. Und hier in dem größten COD, was über 3 Jahre halten soll, haben wir gar nichts davon bisher. Und ihr müsst euch das mal überlegen, es ist so einfach. Viele Leute würden schon dieses Spiel jeden Tag 1-2 Stunden länger oder überhaupt spielen, wenn es sowas wie tägliche und wöchentliche Herausforderungen gibt. In Black Ops 3 hat das gut funktioniert. Tägliche Herausforderungen, ihr schafft das, egal, gewinnt 5 Spiele, gewinnt 3 TDM-Spiele. Diese Spielmodi sind dann auch noch cool für Pubstumpen gewesen, weil da viele Anfänger das gespielt haben, um diese Reservekisten oder damals die Lootboxes freizuschalten und die Kryptos für die Lootboxen. Und man könnte jeden Tag eine Tagesherausforderung machen und eine Wochen- oder Monatsherausforderung. Da hätte man pro Tag eine Reservekiste und pro Woche, wenn man die Wochenherausforderung schafft, 3. Meinetwegen macht man noch so etwas wie eine Community-Challenge, was wir auch in Black Ops 3 hatten. Wenn mehr als 10 Millionen Spiele innerhalb von 30 Tagen gespielt werden, bekommt jeder, der auch nur in der Zeit einmal online war, zum Beispiel eine spezielle Tarnung, eine spezielle Waffe, irgendetwas. Es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Spiel läuft absolut in den falschen Weg. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe kein Interesse, es zu spielen, weil es keinen Spaß macht. Und ich habe auch kein Interesse mehr daran, Activision dabei zu unterstützen, wie sie Leute ausnehmen. Und jeder von euch, der jetzt der Auffassung ist, dass ich Schwachsinn erzähle, ich muss euch ganz ehrlich sagen, erklärt mir wo. Erklärt mir, wo dieses Spiel den Preis noch rechtfertigt mit dem, was wir dazu bekommen. Und natürlich, ihr könnt eure eigene Meinung haben, aber dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, deabonniert den Kanal, dann seid ihr bei mir falsch, weil ich bin kein Fanboy, der dieses Spiel bis in den Himmel lobt, nur weil er damit Geld verdient. Ich mache das hier als Hobby nach wie vor und viele von euch haben nach wie vor nicht kapiert, dass ich größer bin als 10, 11, 12 Jahre. Das heißt, ich habe meine eigene Meinung und die werde ich auch weiterhin vertreten. Und das, was aktuell hier passiert, ist die größte Verarsche, die ich in meiner Zeit, seitdem ich COD spiele, jemals gesehen habe. Ich habe wenig Hoffnung, dass irgendwas deutlich besser wird in den nächsten Tagen. Es gibt viele Diskussionen auf Twitter mit David von der Haar, mit dem Treyarch-Team, mit Activision, mit allen drum und dran. Die YouTuber machen Videos darüber, die Leute haben die Schnauze voll, die Leute haben das Interesse verloren. Und die Einzelnen, die ich jetzt wirklich als Fanboys bezeichne, weil sie sagen, ah, Black Ops 4 ist das geilste Spiel der Welt und da brauchst du nicht so viel meckern. Ihr könnt natürlich Activision weiterhin dabei unterstützen. Das Ergebnis davon wird aber sein, dass ihr kein besseres COD mehr bekommt. Und wer glaubt, dass MW4 besser wird als Black Ops 4, nachdem schon wieder Spezialisten angekündigt worden sind und die Mikrotransaktionen, wie sie hier stattfinden, im MW4 nicht aufhören werden, der hat leider mehr Hoffnung als ich. Das sollte im Prinzip heute nur noch wirklich mal ein Abschluss sein, dass auch jeder versteht, was hier aktuell passiert in diesem Game, dass jeder versteht, auf welchem Weg wir uns befinden. Und ich hoffe, dass es einige von euch verstehen. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch für dieses Spiel wünschen würdet, dass es für euch mal wieder interessant wäre. Und schreibt auch in die Kommentare auf freundliche Art, wenn ihr einer anderen Meinung seid. Ihr könnt gerne andere Meinungen vertreten, ihr könnt gerne sagen, dass Black Ops 4 das beste COD ist aller Zeiten, aber dann würde ich gerne Argumente hören und nicht, bist du dumm, das ist das Beste aller Zeiten, weil das ist kein Argument, das ist einfach nur eine Aussage, die ohne Begründung schwachsinnig ist. Schreibt es in die Kommentare, Leute, lasst trotzdem ein Like für mich da, auch wenn ihr das Thema davon nicht mögt, weil ich, ganz ehrlich, ich würde auch lieber einfach jeden Tag streamen können, jeden Tag neue Sachen für Black Ops 4 uploaden können, aber solange dieses Spiel nicht gut ist, wird das einfach nicht funktionieren und ich habe noch nie etwas gespielt, was mir keinen Spaß gemacht hat, nur weil irgendjemand das von mir möchte. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich bin raus, macht euch einen schönen Sonntag, haut rein.